Servus, Freunde des Kraftdrahts. Ich zeige euch hier Ausschnitte aus einer Tour durch die Tiroler und lombardischen Alpen. Die ganze Tour führte uns über 8 Pässe. In diesem Video zeige ich euch aber nur die 2 großen: das Stelzerjoch, Stelvio, und das Timmelsjoch. Auch sonst oft völlig überfüllt ist und sich die Motorradfahrer zwischen den Autos mühsam im Schritttempo nach oben kämpfen, hatten wir das seltene Glück, dass kaum Autofahrer unterwegs waren. Es war der Freitag, der Brückentag des Himmelfahrtswochenendes. Der Pass hatte erst am Samstag zuvor geöffnet und offenbar waren um die Jahreszeit noch nicht viele Autofahrer unterwegs hier. Wir sind jetzt im oberen Teil der Nordrampe des Passes, wo es sich wirklich eine Kehre nach der anderen den steilen Hang hinaufwindet. Das Stelzerjoch hat eine Passhöhe von 2757 Metern und es windet sich entlang der Adlergruppe aus dem Etschtal in Südtirol in das Addatal in der Lombardei und damit zum Comer See. Letztlich in die Poebene bei Mailand. Aber natürlich ist das Stelzerjoch vor allem bekannt für seine 48 Spitzkehren. Kurzer Stopp mal für eine andere Perspektive in den Kurven. Gibt es dann Würstel, Sauerkraut und original Winschgauer. Bei der Abfahrt auf der Südseite des Passes konnte man eher erahnen, warum bis vor einer Woche noch Wintersperre am Pass war.
Na, lecklich, Bett. Ist das ein Tüdelchen? Am gleichen Tag gab es dann noch einen kurzen Abstecher zum Lago di Seo und einen kleineren Pass in der Nähe des Sees, bevor wir dann bei Ponta di Legno die Nacht verbrachten. So, nach einem guten Mittagessen beim Brückenwirt geht's jetzt rauf aus dem Himmelsjoch. Wetter nicht mehr so schön, aber kann schon noch gehen. Wir ziehen uns alle warm an, weil oben hat es 3 Grad. Doch das sollte tatsächlich der einzige weiße Wal bleiben, der uns auf beiden Pässen in die Quere kam. Das Timmelsjoch, oder Passo del Rombo, wie es auf Italienisch heißt, verbindet das Etschtal in Italien mit dem Inntal in Österreich. Diese Täler werden natürlich auch durch den Brennerpass verbunden, der nur ein Tal weiter liegt, dessen Passhöhe immerhin 1100 Meter niedriger ist und der auch noch eine Autobahn beherbergt. Daher muss natürlich der Brenner den ganzen gewaltigen Verkehrsstrom zwischen Deutschland und Italien aufnehmen, während das Timmelsjoch dafür bleibt, Spaß zu haben. Am Timmelsjoch war das Wetter dann deutlich weniger gemütlich als auf dem Stifserjoch. Was sagt denn das Außenthermometer? Wirklich 3 Grad? Kommt man nicht so kalt vor. 4,5 Grad. Ah, doch, so kühl. Okay. Aber zum Fahren waren die Bedingungen ähnlich genial wie am Tag zuvor. So, und jetzt geht's wieder runter auf der österreichischen Seite. Durch die Schneefelder. So, hier oben.
Wenn es euch gefallen hat, seht euch doch noch das Video der ganzen Tour an, das ich euch in der Beschreibung verlinke. In Summe ist das andere Video gar nicht viel länger, etwas weniger Details und etwas weniger Kurven von Stelvio und Himmelsjoch. Dafür vielleicht noch ein paar Einblicke in andere, weniger bekannte kleine Pässe. Servus, einmal einfach. Einmal, ja. Fahren wir dann gleich weiter, oder? Ich würde schon sagen. Und wer Lust hat, kann natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Es sind nicht viele Videos, die ich hier einstellen kann. Ich mache das Ganze ja schließlich nur zum Spaß. Aber ein paar interessante sind vielleicht dabei. Ciao!